Urlaub mit dem Tesla. Ein Versuch. Wir begrüßen euch. Und wir sind jetzt erstmal auf dem Weg Richtung Bad Heilbrunn, nennt sich das. Und von da aus geht es dann morgen weiter Richtung Italien, Richtung Bozen. Und wir werden zwischendurch immer mal kleine Aufnahmen machen und die mit dranfügen und euch berichten, wie das so funktioniert. Also, bis dann. Unser Hundchen ist auch mit dabei. Tschüss erstmal. So, wir sind dann jetzt auf Tour. On the road. On the road. Pfingsten und es regnet. Kommt häufiger vor als gedacht. Felix erklärt den Autopiloten. Was noch nichts kostet. Deswegen muss ich Spurwechsel selber machen. Ja. Das wäre dann mit Blinken. Da geht es dann ganz leicht. Das Schöne ist, man sieht immer hier vorne im Bildschirm, was passiert. Das finde ich auch witzig. Okay. So, holen wir mal den Golf. Genau. Links ist jetzt ein Auto dran vorbeigefahren, das sieht man dann auch dort. Genau, er ist ja immer noch in seinem Autopilot-Modus. Genau. Ja, der fährt ähnlich langsam wie wir. Ja. 2 Euro Sprit merkt man dann doch. Weil der Strom ja auch hochgegangen ist. Ja, die Preise sind verrückt zurzeit. Also sparen wir einfach alle beide. Jawohl. Ob Stromer oder anders. Es bleibt teuer. Ja, es bleibt teuer. Das stimmt. Und jetzt machst du das nochmal mit dem Abstandhalter. Das fand ich auch interessant. Wie du das einstellen kannst am Lenkrad. Achso, ich kann jetzt wieder mal Spurwechsel machen. Ja. Einfach blinken, geht automatisch raus. Okay, jetzt sind wir wieder auf der rechten Spur. Perfekt. Gut, jetzt haben wir da so ein... Genau, hier der Möpsel, mit dem kann man einmal schneller werden und langsamer werden. Dann verändert er da drüben den Wert, dann schafft er sie. Langsamer. Jetzt fahren wir auch den anderen sowieso auf, bremst er hier ab. Ich mach gar nichts. Genau. Mehr Abstand halten. Das macht man da an der Teste. Irgendwann muss er auch mehr Abstand haben. Aber das macht er sehr entspannt. Ich fahre mir ganz 120. Na, eigentlich 111. Das habe ich mir beim Diesel mal angewöhnt. Habe ich von 130 auf 111 Liter Diesel gespart auf 100 Kilometer. Mit einem Ford Kuga. Oh, ich glaube, ein rotes Model Y kommt da gleich. Das ist aber kein Y. Das ist ein Dreier dann noch so. Ja. Wir haben uns vertan. Vertan, vertan, spartan. Ja, man kann ihn dann doch irgendwie schlecht auseinanderhalten. Ja. Eins muss ich ja mal sagen, ne? Die Quick-App von GoPro, ne? Ist der letzte Mist. Und zwar sagt er dann immer Verbindung und dann verbindet er aber nicht. Dann tüdelt er dann stundenlang rum. Kriegt aber überhaupt keine Verbindung und hängt dann nun direkt da davor. Dann gehst du in den Einstellungen von der GoPro und sagst dann auf Verbinden mit der App. Dann sagt er Verbindung erfolgreich, aber die Eieruhr, die tüdelt hier weiter rum. Und das geht überhaupt nicht, ne? Versteht das nicht. Eigentlich müsste das Ding immer gehen. Und zwar ad hoc. Tut's aber nicht. Riecht auf. Jetzt kriegen wir gleich mal eine schöne Tunneldurchfahrt. Zu einem Supercharger. Zusmershausen. Jawohl. Und schauen wir doch mal. Ich glaube, das ist der übelst fancy ist. Innovationspark. Wir wussten gar nicht, dass wir den ansteuern. Wir haben einfach einen angesteuert. Unser Hund freut sich auch schon. Ist da ein Elektrobus? Jetzt.
da. Oh, okay. Krass. So langsam hält der Fortschritt doch Einzug, wie man sieht. Ist das jetzt Tesla? Nein, das ist Tesla. Da hinten ist Tesla, Schatz. Das ist ja verwirrend. Unser Hund freut sich wie Bolle. Die weiß gar nicht warum, aber die tut. Das ist ja total fancy hier. Auch für Busse oder. Guckt euch das mal an, da die Säulen da vorne. Ne? 59 Cent pro Kilowattstunde bis zu 300 Kilowatt. Kira, ist gut. Und da hinten ist tatsächlich mal ein Bus. Ein elektrischer Bus von Mercedes. Das ist ja very strange. Und unser Hund freut sich wie Bolle. Ich glaube, sie weiß gar nicht warum, aber sie tut es trotzdem. So, jetzt sind wir an einer wirklich total verrückten E-Tankstelle. So was haben wir noch nie gesehen. Wir hatten ja schon erwähnt vorhin, ein Mercedes-Bus elektrisiert. Und gibt es hier diese riesige Ladesäulen. Da kann man vielleicht auch mal mit dem Auto, mit dem Anhänger vielleicht mal dran fahren. Wirklich sehr cool. So funktioniert der Ladevorgang. 59 Cent pro Kilowattstunde. Gefördert durch das Bundesministerium Verkehr und digitale Infrastruktur. Ganz toll. Überdacht. Mit Job. Dann kannst du hier von Amazon Sachen bestellen und hier abholen. Super. Wirklich toll gemacht. Und wie man sieht, es füllt sich gerade. Es kommen immer mehr Autos dazu. Sogar ein Flügeltürer ist dabei. Sehr schön. Ein Spielplatz. Hier auch nochmal Ladesäulen. Kinder haben Spaß. Sehr schön. Mit Restaurant, wie man sieht. Jawohl. Auf jeden Fall auch schöne Umgebung. Kann man auch zwischendurch noch ein bisschen laufen gehen. Sehr schön. Mann und Hund noch nicht zu sehen. Gleich mal gucken, wo die sind. Sogar Toiletten gibt es hier. Nice. Sogar einen Fernseher gibt es hier unten. Das ist ja riesig. So was habe ich ja noch nie nicht gesehen. Also toll. Sauber, ordentlich, relativ neu würde ich sagen. Super toll. Festhalten, wenn wir in München sind. Ja. Wir sind in München. Wir sind scheinbar in München. Ja. Ja. Ich dachte,
Bus überholen. Warum nix? Das ist ein guter Hinweis. Und der immer noch blinkt. Das fährt auch lustig. Gefährliches Pflaster scheinbar, dieses Mini. Ja, wo ist das wieder? Hinter uns. Ja, dann mach langsam. Ja, nicht hinter uns, vor uns. Und hinter uns. Ja, hinter uns. Ich kann ja nicht. Ja, lass uns vorbei. Aber hier. Ja. Für den Erlkönig erwischt. Ja. Jetzt die Auffahrt A95 links nehmen. Was ist denn hier los? Da nimmt ja alles auf. Man sieht das nur rechts nicht. Wohnwagen, eingepackt, nicht eingepackt. Noch mehr. Alt, jung. Kann ich noch drehen? Noch nicht. Nee. Egal, vielleicht sieht man es ja. Mhm. Immer lustige Gegend hier. Noch ein Boot. Ja. Gar kein Wasser, aber ein Bo hier, da fährt auch der Erlkönig. Ah ja. Sah ein bisschen am Ford aus. In München ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein BMW war. Hm. War aber kein E, glaube ich, ne? Ja, zumindest kein E-Kennzeichen, aber ich weiß nicht genau, wie das bei denen ist. Ich glaube, das ist sowieso dann so ein Spezialbla, irgendein Müllkennzeichen. Wo man es eh nicht erkennt. Das sah für mich aus wie so ein Zweier BMW. So, die Community ist gefordert mitzuraten. Ja, vielleicht können wir nochmal einblenden oder so. Von vorhin. Können wir auch bei Next Move einschicken. Aber nur wenn er keinen Auspuff hat. Das müssen wir noch checken. Das war also der erste Tag vom Urlaub. Pfingstsonntag, verregnet, aber wir sehen uns beim nächsten Mal.